Hallo und herzlich willkommen wieder zurück zu Portal 2 im Koop-Modus zusammen mit Redstone School. Guten Morgen, Tag oder Morgen ist wie gut. Es gerade ist. Wir waren hier beim letzten Mal im 8. Level stehen geblieben und wir wollen auch gleich nicht viel Zeit verschwenden und loslegen und uns erstmal etwas umschauen. Wohin führt das ja hier ins Nichts? Kannst du mal ausprobieren. Brauchen wir auf jeden Fall einen Cube. Da oder da. Ja. Hier kommt einer runter. Oh, da fällt er runter. Ja. Und da sind Sprungschanzen. Kann das irgendwie nicht kombinieren. Okay. Ach, guck mal, was da unten ist. Ah, und da und. Hey, wee. Oh, lol. Wie geht's hin? Okay. Bam. Ah, und dann muss ich da rüber springen. Ja. Okay, wie komme ich jetzt auf. Komme ich jetzt zu dir? Hier ist eine Wand. Aha. Hey. Falsches Portal gesetzt. Ah, ich dachte schon. Spring ins Gelbe rein. Achso, ja, stimmt. Ups. Nein! Das ist so verwirrend, ne? Das ist so krass. So, jetzt. Hey! So. Bereit? Ich muss zuerst springen und dann du, okay? Ja, aber bereit. In welchem Raum? Muss ich direkt danach? Nee, sobald ich treffe, jetzt musst du springen. Sag ich doch, getimt. Das mit. Du leckst etwas. Okay, was löst das aus? War. Hier den Ventilator macht er aus. Halt mal fest. Mach jetzt die coole Arbeit. Er macht den Ventilator aus, dass man da hin kann. Mit welcher Taste hebt man? F. Nee, E, was laber ich? E. Kommt man dann jetzt rüber? Aha. Au. Mach den Ventilator aus, sonst tötet er mich. Hast du? Ja. Okay, und. So. Au. Au. Gucken, was hier ist. Irgendwas Interessantes. Hier, mach mal Sicht an. Hier ist noch so ein Teil. Man, wie du hier rüberkommen kannst. Aber wir bringen den Laser hier rüber. Wir müssen den Laser auf jeden Fall auf diese Seite bringen. Also, kann man doch sicherlich ein Portal setzen. Genau, hier setzt man ein Portal hin. Aber ich kann hier nicht raus. Das ist blöd. Dann die Viecher wieder gelöscht. Ah, siehst du das? Guck mal, Glasscheibe. Kannst du den Cube irgendwie so machen, dass das da in dieses Portal geht? Laserstrahl. Nein, so viel Steigung verträgt er nicht. Ja, ich merk's. Irgendeine Idee? Warte. Da ist eine Portalfläche, guck mal. Oh? Ah! Da ist eine Portalfläche. Aber wie komme ich da hin? Hier ist so ein Portallöscher. Ich kann ein Portal setzen. Hier ist eine Glasscheibe dazu. Nee, durch Glasscheiben geht das nicht. Schade. Verloren. Oh Gott, guck dir das mal an, was ich jetzt mit Laser fabriziere. Daraus kann man nichts. Hier sind noch zwei Schalter, aber ich glaube, die kann ich nicht gleichzeitig bedienen. Warte mal kurz. Oh, geht nicht. Mal gucken, was ist denn hier? Hier ist halt der Riesenventilator, der von nix angetrieben wird, aber sich trotzdem dreht. Hier ist kein Motor.
hört einfach die Stange auf. Getötet, wenn ich da jetzt durchfliege, ne? Ja, also. Ja, und wo geht da hin? Nochmal. Umschalt, oder was meinst du? Nee. Leite den Laser jetzt rein und kannst ihn hier irgendwie in die Glasscheibe bringen. Irgendwo. Da kannst du ein Portal setzen oder nicht. Probier mal aus. Oh. Ja, da wo das blaue Auge ist. Das? Ja. Genau. Ja, perfekt. Und jetzt leitest du mit da den Laser rein. Da wo du vorguckst, genau. Oh, kannst du, du siehst, wo der Laser hingeht? Schaffst du das irgendwie gerade dahin? Genau, perfekt. Perfekt. So, warte. Total richtig setzen. So. Du siehst es. Ja, das heißt, ich muss. Bisschen runter mit dem Laser, aber das geht scheinbar nicht, ne? Also weiter runter mit dem. Weiter runter mit dem Portal kann ich nicht. Ich könnte das aber hier hören. Ne, könnte ich nicht. Warte mal, ich könnte aber das da oben. Stimmt, mach das mal ein bisschen weiter runter. So. Jetzt Straße vor Kartons. Also wieder höher. Ganz kleiner T. Genau. Ha! Jetzt ist hier der Laser ausgegangen. Und der Ventilator. Stimmt. Und jetzt kannst du ein Portal setzen und hier genauso wie ich rüberspringen. Wir haben es geschafft. Und wo muss ich ein Portal setzen? Ich habe meins da vorne irgendwo platziert. Nee. Irgendwo da hinten ist eine Schanze, die hier rüber guckt. Nee, davon, du musst da runterspringen. Und dann irgendwo ein Portal setzen. Was da hinten ist, irgendwo. Ah, ja, ich seh's. Ja, genau. Mit Würfel und jetzt oder ohne? Immer mit, kann ja nicht schaden. Nee, der wird gelöscht. Schade. Also. Jetzt können wir beide den Knopf drücken. Mal, zwei, eins. Ah, langsam. Drei, so, eins. Schnell rein. Bleibt offen. Okay. War eine gute Abwechslung, so ein Design als immer das gleiche. Ja, das sieht richtig gut aus. Oh, wir suchen wieder einen CD-Org. Ach, genial. Hier rein. CD könnte hier sein. Absolut. Wow, das war jetzt. Das war schwer. Ja, einfach beschreiben. Sehr gut. Ihr habt die wertlosen Pläne gefunden. Hey. Ihr müsst hier bleiben, damit ich sie sehen kann. Und nicht vergessen, es gibt überhaupt keinen Grund, dass ihr sie euch anseht. Fertig. Denke ich jedenfalls. Ich habe nicht so. Ich habe nicht. Oh. Ja, gut programmiert. Ja, genau. Mitten in der Cutscene unterbrochen. Lag ich eigentlich immer noch rum? Nein, es geht wieder. Das ist sehr gut. Hast du zufällig einen Blick auf die Uhr? Ja. Aber wir haben noch 20 Minuten. Gut, 23 Sekunden. Dann war gleich nur noch 22 wieder Minuten. Da? Vielleicht bleibt ihr einfach und lebt hier im Hub. Haben wir das so, wir haben jetzt Geschichte durch da oben. Wollen wir jetzt erstmal die Koop-Dingen zusammen, also Nummer 1 alles zu Ende machen oder wollen wir mit 3 anfangen? Haben wir Nummer 1 schon zu Ende? Passt. Aus 2 Level. Lass, oder da unten ist 4. Haben wir das da oben eigentlich? Ja, das haben wir geöffnet. Ich weiß gucken, nicht wie. Wie. Ah, wie cool ist das denn? Dann würde man, ja, mach deine eigenen Portale. Das ist nämlich knapp. Lol. Die ist bei mir in der Luft. Hier, guck mal, bei mir ist selbst, ich kann das nicht machen. Also, noch nichts freigeschaltet. Ist gut. So, endlich Neuland für mich. Genau. Auf ins dritte Kapitel. Mit diesem wunderbaren Ladebildschirm. Den wir die ganze Zeit sehen, nebenbei. Ja.
und den man auch immer auf meinen wunderbaren Thumbnails finden kann, die mir mein freundlicher Kollege hier gebastelt hat. Ja, gern. Diese Strecke wurde von den Menschen erschaffen und dann aufgegeben. Wie so oft schaffen sie etwas Wundervolles und lassen es dann fallen. Wisst ihr, warum sie diese Strecke aufgaben? So tödlich. Komm mit. Wohin geht's? Komm einfach mit. Nein, du musst schon da stehen, wo ich stehe. Da, über das Wasserfeld. Boah. Das nehme ich mal knapp. Ah, nee, schon fail. Schon verloren. Tschüss. Oh. Ja, wir müssen...